Salzkot ruft mich an. Ich bin Herbert Soße. Guten Tag, ich bin gerade eingereist mit dem Flugzeug. Oh. Hey, Cisco da? Cisco! Snapchat. Snapchat ist eine App, mit der kann man Hunde filtern. Oh! Oh nein! Ja, was geht ab? Oh, da was muss geht ab, ja? Ey, ja. Entschuldigung, wir bräuchten hier einen Mechaniker, meine ich. Bitte bremsen. Ihr müsst den Eingang versperren. Normales RP hier, ne? Gefällt mir, ist sehr schön. Ach du Scheiße, nein. Ah, nein. Nein. So, meine Kollegas, Cisco Amik ist gerade live und meinte, dass er auch Bock auf ein Video mit dir hätte. Was macht er denn in seinen Livestreams, der Boy? Komm auf meinen Discord und lass dir eine Gruppe geben. Ey, Cisco da? Ja! Ey, yo, Cisco, was geht ab? Cisco! Ja, was geht ab? Oh, da muss was geht ab, yo? Ey, yo, da muss ich dich da gar nicht mehr stream snipen. Ich wollte gerade einen Stream auf dem Handy aufmachen, geil. Was geht ab, yo? Was geht? Abfahrt. Oh nein. Oh nein, ich wurde tippet. Nein, stopp, bitte. Hey, warte. Was soll das? Moment, sorry. Ich bin, nein, warte. Ich bin selber aus freien Stücken gerade hergekommen. Ey, Amik. Was denn? Ja, ich wurde gebannt, Bruder. Nein, jetzt schon? Ach nö. Ey, Junge, das ist so geil, ne? Weißt du was? Oh! TP all. Oh. Chat soll da auf meinen Server gehen? Oh nein. Ach du Scheiße, Digga, das hast du sehen müssen. Was passiert? Ah, fuck, ich muss quitten. Das sind diese Shisha-Bar-Mills, Junge. Die 1,60 im Relapse sind, Digga. Junge. Ja, der hat einen Shisha-Bar, der hat sogar eine Shisha-Bar. Nein. Doch, der besitzt sogar einen. Bei mir, der auf dem Profilbild hat er auch so eine Shisha. Ey, Junge, was haben die alle mit ihren Shishan, ja? Keine Ahnung. Ich glaube, jeder, der Shisha raucht, hat einen kleinen Penis. Bruder, du shishast doch gerade selber. Ja, ich weiß. Die ganze Zeit, Bro. Oh, warte. Was? Salzkot ruft mich an. Uff. Ja, ich hätte jetzt irgendwo drauf können, noch Daylife, wenn ich gebannt werden. Also, darum geht. Sicher? Hast du da Connections? Ja. Ich kenne nämlich den Admin. Kassi unser Schmieröl. Komm doch in Discord. Mach mit. Herr Officer, hallo? Herr Officer, hallo? Officer? Ach. Vor dir, ne? Ja, warten Sie, ich. Schnell. Warte, ich muss mich ganz kurz. Ich bin Herbert Soße. Guten Tag, ich bin gerade eingereist mit dem Flugzeug. Schmierölhändler, ne? Reichhaltigem Öl gebadet. Okay. Der Herr, stopp. Aua, habe Schmerzen. Bitte machen Sie das doch nicht. Ich will das Scheißteil reparieren, ich weiß noch nicht wo. Hallo? Entschuldigung, wir bräuchten hier einen Mechaniker, meine ich. Mechaniker, hallo? Ey, versperrt mir den Eingang, bitte. Versperrt mir den Eingang! Oh, ihr müsst den Eingang versperren. Scheiße. Wenn ihr uns... Normales RP hier, ne? Gefällt mir, ist sehr schön. Warte, ich schick dir jetzt ein. Nicht sagen, bitte. Ach, Scarface City. Ja gut, da gehen wir jetzt drauf, ne? Willst du dich nicht umziehen? Ja. Ja, besser für euch. Magst du dich nicht umziehen? Ich muss gleich mal was machen, damit man nicht direkt hier alles sieht, glaube ich. Mir wird gerade die Spendenfunktion abused. Oh nee, nicht ernsthaft. Oh nein. Squad. Nein. Ist das jetzt euer Ernst? Nein, stopp, jetzt ist egal. Stopp. Das könnt ihr uns nicht antun. Können wir uns einfach wegbringen? Können wir uns bitte einfach wegbringen? Einfach weg. Wir können das ruhig klären. Okay, ja. Wir wollen jetzt sicherlich ein bisschen farmen gehen, um unsere Mafia aufzubauen. Ja, genau. Ich glaube, der da hinter uns ist ein bisschen behindert, der kann nicht richtig Fahrrad fahren. Wir brauchen richtig fix ein Auto. Den Audi nehmen wir. Hallo, stopp! Officer? Ja? Ich habe eine Waffe bekommen von so einem Typen. Okay. Können Sie die vielleicht mir abnehmen? Wollen Sie die haben? Ich habe jetzt keine Verwendung dafür und ich habe nicht mal einen Waffenschein. Echt?
Ja. Hallo. Hey, hallo, Kollege. Hallo. Also, die Waffe würde ich Ihnen gern geben, wenn Sie aussteigen. Amit! Ich habe hier Behinderte in meinem Fahrzeug. Ich muss euch ganz schnell wegbringen. Schwerbehindertentransport. Spawn-Dings. Was ist ein Spawn? Was ist ein Spawn, der? Was ist ein Spawn? Das ist Spawn! Kollege! Ja? Soll ich einen Admin rufen, oder was? Oha! Ach du Scheiße! Nein! Schnell weg! Geh weiter! Oh nein, das ist einfach voll! Das ist einfach voll, der Server! Nein! Nein! Warte, komme ich hier noch durch? Oh no! Wir haben damit nichts! Oh nein! Das ist der Dank, das ist unglaublich. Ich hab das Gefühl, dass das ein Fake-Admin ist. Amik! Ja? Was ist Snapchat? Snapchat ist eine App, mit der kann man Hundefilter. Okay, nächste. Ja, hallo. Was hast du hier gemacht? Auf einmal kommen hier 6 KUs. Sind das alles deine Freunde oder was? Keine Ahnung, das sind Fanboys. Die wollen eine Unterschrift von mir. Fanboys. Ja, die wollen vielleicht eine Unterschrift von mir. Ich bin ja euch ja dankbar, dass ihr mich entführt habt. Das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Was willst du hier machen auf dem Start? Ja, ich weiß nicht. Ich bin mit einem Kumpel eingereist. Ich warte noch auf meinen Freund. Ich will den erstmal bitte finden. Aber du bist kein Troll oder sowas, ne? Nein. Oh, danke schön. Nee. Warte, wen willst du suchen? Mein Freund, mein Kollegen, der fährt im AMG anscheinend rum. Komm. Ich kenn niemanden. Jeder, der sagt, er kennt mich nicht. Das ist eine Lüge. Einfach umfetzen. 2000 Jahre später. Hallo? Warte, lass ihn mal reden. Warte, das ist er! Das ist er! Nein! Kollege! Wir kriegen hier Asyl. Ja. Die gewähren uns Sicherheit. Ich bin durch die ganze Stadt gefahren. Ja. Nein, ich auch. Gott. Ja, ich bin auch nur mit. Wie beim Tragen wird sie das aus. Bin auch nur mit sehr viel Mühe hier hingekommen. Mit diesem Tisch und dann dieser Zaun. Ja, schon. Diese Couch und so. Gibt's den Posterverkauf noch? Da warte ich noch drauf. Ja, setz mich da mal, ne? Ich mach mal den Grill an, ja? Mach mal. Umwinken, die sind ja noch. Ui! Ich habe auch den Softdrink habe ich auch zubereitet. Eine Frage, ist der Burger denn auch vegan? Der Burger besteht aus einem kleinen Kiddy tatsächlich. Dann nehme ich den auf jeden Fall. Junge, verpiss dich jetzt. Ich kann doch nicht wahr sein. So, erledigt. Keine Ahnung, davon habe ich nicht gehört. Hallo, hä? Hey, warum taserst du mich? Heute ist doch Mülllieferung, oder? Das ist hier alles Liebling. Also heute ist auch wirklich sehr viel Müll in Los Santos, ja? Hilfe! Vorsicht! Ach, hör doch auf, wer auch immer das ist, bitte. Nicht jetzt. Du kannst es machen, aber nicht jetzt. Nicht hier, nicht jetzt. Oh, scheiße. Au. Ach nein. Hallo? Kommt schnell! Ich hab das Böse! Bleib mal hier. Ja? Was ist denn hier los? Ja, ich versuche hier die ganze Zeit wegzukommen. Da fliegen Müllwagen rum. Und du machst das nicht, wa? Nein, was? Hä? Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Wann hat denn das angefangen? Ja, seit wir hier sind. Ihr seid ja schon ein bisschen länger hier. Also ich und Salzquad, ja. Das Ding ist, wir können das gerade nicht. Ach, Digga. Habt ihr keine Konsole oder so, wo ihr sehen könnt, wer die Dinger spawnt? Guckt doch mal rein. Wie willst du das denn filtern? Das geht nicht. Ja, also, das ist ja schon ein bisschen viel, was hier gespawnt wird, oder? Was war denn das jetzt? Ja, ich wurde sicherheitsgebannt. Ich verstehe nicht ganz. Ja, also, der Typ kam zu mir und hat gesagt, du bist das selber nicht, ne? Du bist das ganz sicher nicht. Ich so, was? Ja, natürlich. Das ist immer bei uns. Ja, genau. Ich mach das gerade so ganz versteckt auf meinem Desktop. Nimm TS, Cisco. Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Wir sind von der Presse. Die Herren Twitter bitten sich zu entfernen. Na, was ist denn hier an dem Tatort passiert? Ja, das ist gar nicht anzugehen. Das ist ja eine laufende Maßnahme. Was haben Sie gemacht? Was haben Sie verbrochen? Was ist hier passiert? Wollen Sie uns kurz ein Interview geben? Können Sie uns hier sagen, was hier vorgefallen ist? Hinter der Absperrung, kein Problem. Ja, und jetzt? Aussteigen oder es knallt, steht hier auf dem Brett. Okay, ist schon mal Nummer 1, so. Die Dame, hallo. Kann man Ihnen irgendwie weiterhelfen? Sie fahren auf einem Bürgersteig. Ich würde die Dame bitte um ein Date bitten. Also Simpen ist hier nicht erlaubt auf unserem Grundstück. Entschuldigung, die Dame? Ich rede mit Ihnen. Ich habe Sie hier gleich ein Hausverbot von 48 Stunden. Scheiß drauf. Entschuldigung, das Auto ist kaputt. Wir können nicht mehr fahren. Ich glaube, dieser Herr hat das Auto gestohlen. Oh,
danke schön. Ja. Jetzt stehen wir hier, ne? Zoom. Ich hätte noch Burger. Ja, dann tschüss, ne? Ja. Jetzt steht er da, ne? Ach komm, ich mach nur Spaß. Den lassen wir doch nicht stehen. Entschuldigung. Das ist aber nicht sehr nett. Ich wollte mal nicht so sein. Ich wollte dir noch einen schönen Aufenthalt wünschen, ne? Ach so, na dann tschüss. Jetzt mal der Name. Oh, ich will. Hier hat jemand ein Verkehrsproblem. Oh, da müssen wir doch aushelfen. Da müssen wir doch helfen. Wir sind doch hilfsbereit. Entschuldigung, ups. Ich bin geübter Sanitäter. Ich hab noch meinen Hamster im Backofen. Bitte, Sie müssen den Backofen ausstellen. Ich bin überfordert mit der Gesamtsituation, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, 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 bitte bremsen, bitte bremsen, bitte bremsen. Ah! Hallo? Geht's dir gut? Sind Sie verletzt? Das ist scheiße, was ihr macht, ehrlich. Das ist richtig große Scheiße. Der Drecksack, genau der hier. Wir haben uns überfahren. Wir haben Sie überfahren. Sie haben vorhin meine Karre gerammt. Was? Du hast uns überfahren? Komm, jetzt steig mal aus. Wir gehen zusammen und klären das mit den Korps, sonst muss ich die leider rufen. Vergiss es. Komm jetzt raus. Vergiss es. Steig aus jetzt. Polizei, Polizei, Polizei. Ja, ruf doch die Korps. Los, mach. Du hast hier zweifachen Mord begangen. Zweifacher Mord? Wollen Sie mich verarschen? Fahrlässig. Sie hätten ja bremsen können. Das Ding hat keine Bremsen, Mensch. Ja, genau. So? Sie sind jetzt im Arsch, die kommen nämlich ins Gefängnis. Die kommen ins Gefängnis. Ich und Gefängnis. Gleich ja. Gefängnis? Na, aufsteigen. Ich hab die Polizei geholt. Er hat sie ja sogar zugegeben, dass das Auto keine Bremsen hat. Moin, guten Tag. Ach du Scheiße, ist der aus der DDR ausgebrochen. So, genau. Also. Aus der Heide blüht ein kleines. Guck mal, siehst du das? Ui. Guten Morgen, die Dame. Hallo. Hallo. Ja? Ich habe da eine Frage an Sie. Ja. Mir sind Ihre Tattoos aufgefallen und die wunderschönen roten Haare. Ja. Und da wollte ich einfach fragen, ob Sie noch Single sind. Bin ich nicht. Ich bin glücklich verheiratet. Danke. Glücklich verheiratet? Mit wem? Mit wem? Mit wem? Mit wem? Mit dem Ex-LSVS-Chief. Ist der gerade hier? Ist der? Ach, schade. Ja, dann hätte ich erstmal weggescheppert, damit du wieder frei bist. Okay, egal. Wir müssen zum Bankraub, ne? Also. Oh, hallo. Ma'am, hallo. Ma'am. Was ist denn das? Wie heißt das? Stopp. So, ich gehe jetzt und werde Hokage. Ja. Zoom. Ja, kann ein bisschen sehr viel zu tun. Wer ist das überhaupt? Lea. Ist Lea heißt sie? Oh, danke schön. Lea, hallo? Lea? Lea, hallo. Lea? Lea? Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, da bin ich weg. Das Ding ist, es geht nicht. Raus aus der Karre! Aussteigen, 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 was knallt. Aussteigen, was knallt. Aussteigen, was knallt. Renn weg, Ayo. Zurück auf deine Insel. Los. Geh zu Carlo. Los, Carlo, weg. Rennen Sie los, schnell. Ja. Einsteigen, einsteigen. Nimm ihn. Oh. Carlo. Aber das war ja einfach, das hat ja geklappt jetzt. Normalerweise liege ich in so Situationen am Boden. Ich habe eine Idee. Die Modemänner. Ich habe eine Idee. Ja. Das, haben Sie gerade die Werbung vom Autohaus bekommen? Ja. Und zum Autohaus gehen, uns vorher so wie richtig reiche Leute kleiden und denen ihre Zeit verschwenden, indem wir die einfach fragen, ob wir teure Autos Probe fahren können, aber wir haben gar kein Geld, um uns das zu holen. Das ist so ziemlich gut. So, wenn wir dort mit einem S-Oliver-T-Shirt hinkommen würden, dann würden die denken, wir sind noch armer Hartz-IV-Empfänger. Wir sind ja alles erfahrene Businessmänner hier. Ja. Gut, genug Scheiße gelabert, Abwasch. Wir wollen ja noch Autos kaufen, ne? Wie so ein Präsent. Wie so ein Geschenk, ja. Stellen wir uns aus, wir haben immer einen Geschäftsmann mitgebracht. Die Investitionen in unserer Firma haben sich ja wirklich in den letzten 2 Jahren mehr als verdreifacht. Ja, ja, gnädiger Herr, ich kann dies auch genauso bestätigen. Es hat für uns einen hohen Forex hochgegeben. Die Dividenden sind auf jeden Fall auf ein Vielfaches mit unserem exponentiellen Wachstum gemeinsam gestiegen. Außerdem haben unsere Geschäftspartner in Fernost auch eine sehr gut finanziell durchdachte Strategie ausgedacht, worüber wir unseren Aktienkurs in den Vereinigten Staaten um 227% steigern konnten und die Anleger sind wirklich sehr erfreut über unser, ja, das Vertrauen, was wir sozusagen erbracht haben, ja? Sie wollten jetzt eine Beratung haben. Das teuerste Modell, sagten Sie, richtig? Ja, das teuerste Modell, bitte. Ja klar, kein Problem. Also, hallo, die Klassik gefällt mir doch sehr. Dennoch möchte ich einfach ein Auto, was Stil hat. Also geben Sie mir einfach das teuerste, ja? Das teuerste? Genau, okay. Also das in einer hochpreisigen Kategorie, bitte, ja? Wir würden den gerne erst einmal testfahren. Genau, also wir würden gerne mal uns das Leder angucken. Es ist, wie gesagt, sehr wichtig, ja, klar, dass es Krokodilleder beinhaltet. Vor allem auch am besten aus Florida, dass Sie das aus Florida haben, von den Krokodilen dort. Das wäre wirklich sehr famos, ja? Klar. Also wenn nächstes Quartal genauso gut läuft wie dieses, dann können wir
wir das auf jeden Fall steuerlich absetzen lassen. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das freut mich. Da können wir einen weiteren Weinabend verbringen. Das sieht mir sehr exklusiv aus. Wie viele Modelle gibt es denn in dieser Art weltweit? Weltweit wurden davon nur 5 Modelle zugestellt. So viel? Ja, das ist... Was sind das für Felgen? Was sind das für Felgen? Original vom Werk. Ja, und wie heißen die? Können Sie mir bitte sagen, wie die Farbe heißt? Ich würde das gerne... Das wäre wichtig. Farbe von den Felgen? Ja. Schwarz. Schwarz? Mattschwarz oder Schwarz. Anthrazitschwarz oder Kohleschwarz oder Feuerholzschwarz. Roséschwarz. Nein. Also da gibt es schon deutliche Unterschiede. Ja, das scheint mir dann noch sehr normal. Ist es ein Cabriolet? Das sieht mir aber sehr nach einem dieser Drop-Top-Modelle aus. Kann man das nicht abnehmen? Stößchen. Moment, ich muss doch gerade eine Boomerang-Instagram-Story noch machen. Moment. Ja. Hey Leute, wir sind's wieder. Ja, wir gucken gerade für euch die besten, modischsten und exklusivsten Fahrzeuge an. Ich hoffe, dass ihr immer dabei bleibt. Ne? Und abonnieren. Ja, tschüssi. Ja, folgendes. Dieser Spoiler interessiert mich. Ja, der Spoiler. Aus welchem Material besteht der Spoiler? Der Spoiler besteht aus schwarzem Ton, Carbon. Ton? Können Sie mal bitte das Glas dran halten, ob es wirklich einen Ton ergibt? Es ergibt keinen Ton. Das ist wirklich ein sehr schöner Spoiler. Können wir das? Nein, haben Sie eventuell dann ein anderes Automobil? Denn dieses ist für uns nicht. Also ja, Schlangenleder ist wirklich wichtig. Ja klar, kein Problem. Wie wäre es denn mit was Klassischem? Ein Roosevelt. Ja, zeigen Sie uns mal. Bei 1,2 Millionen. Das hört sich sehr exklusiv an. Es hört sich wirklich sehr exklusiv an. Also da wäre ich wirklich. Also wenn Sie mir dieses Erlebnis ermöglichen könnten. Ui, was haben wir denn hier? Oh, es ist wirklich. Es sieht mir sehr. Also es hat einen sehr mittelalterlichen Flair. Da Können Sie mir erklären, was das hier für ein Etui ist? Ja, genau. Aus welchem Stoff besteht der? Welchem Stoff der besteht? Ja, sehen Sie ja, wenn Sie da drauf gucken. Das ist Leder. Nee, wir wissen das ja nicht. Ist Leder? Leder, ja, aber es gibt ja verschiedene Formen des Leders. Also es riecht mir sehr nach Kunstleder, der Herr. Nein, es ist kein Kunstleder. Können Sie mal dran kratzen? Ich weiß nicht, ob meine Sinne schon von dem Prosecco benebelt sind, aber es könnte sich um Crocodile-Leder handeln. Das ist aber nicht aus Florida, das rieche ich. Es ist auf jeden Fall normales Leder, der Herr. Ist das aus Florida? Das ist aus Florida hergestellt, der Herr. Haben Sie da einen Beleg zu? Ja, eine Rechnung. Ich habe leider keinen Beleg. Also echtes legales Leder aus Florida muss jetzt zertifiziert werden. Die hölzerne Bestuhlung hier im Fahrzeug. Ja. Bestuhlen würde ich dieses Fahrzeug auch lieben gerne. Das Lenkrad ist wirklich ein sehr ebenes. Ist das aus Quarz? Gibt es dafür eine Zertifizierung? Leider, wie gesagt, wegen dem... Es sind kleine Marmorstücke verbaut. Ja, Sie können gerne bei einem Geschäftsführer, können Sie sich gerne die ganzen Qualifizierungen abholen. Ja, also das ist ja wirklich famos. Könnten wir denn auch mal eine Probefahrt veranlassen? Ja klar, legen Sie los. Wir kommen nachher wieder, wenn Sie sich entschieden haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Es fährt wirklich wunderbar. Hat jemand den Prosecco verschüttet? Bei unserer kleinen Kollision gerade? Der Herr, der mit dazu gestiegen ist. Stellen Sie sich doch mal vor. Ach, ich bin der Rainer. Aber mit Nachnamen können Sie mich gerne Klohmann nennen. Rainer Klohmann? Ja, ja. Sie ein hören sich nicht an wie ein exklusiver Businessman. In welcher Branche ich stamme aus unterwegs? Auf welchem Sitz sitzen Sie da? Was ist das für ein Stoff? Das ist feinstes Schlangenleder. Das ist falsch. Crocodile-Leder. Es ist Crocodile-Leder aus Florida, hätten Sie mal zugehört. Bitte. Nein, Sie haben sich versprochen. Das wird Konsequenzen haben. Wissen Sie, was wir für ein Unternehmen haben? Was haben Sie denn für ein Unternehmen? Wir sind Auftragsmörder. Dieses Auto haben wir gerade geklaut. Und Sie steigen jetzt bitte aus dem Wagen. Das ist eine Entführung. Aber ich sag... Das kommen Sie dazu, uns so reinzulegen. Ich will Sie doch nicht reinlegen. Der Pöbel. Tschüss, ne? Einen schönen Tag noch. Der Pöbel. Ich habe das Gefühl, unser Fahrzeug wird jetzt gestohlen. In 3, 2, 1. Nee. Nee, doch nicht. Ich lag falsch. Doch. Wir möchten Sie für das Fahrzeug haben. Bleiben Sie stehen, der Herr. Und er wollte es gerade stehlen. Hallo. Vor ihren Augen. Es gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mit einer Schusswaffe zu handeln. Ja, das ist eine Schutzwaffe für unseren Schutz. Sie haben richtig aufgefasst. In der Tat. Polizeigewalt, Polizeigewalt. 10-2. Ach, stopp, hier ist auch gut. Stopp. Zurück. Sie haben eine 0,5%ige Chance, dass Sie diesen Sprung überleben. Wenn Sie springen, dürfen Sie die letzten Worte gerne sagen. Okay. Nein, das überlebe ich doch niemals. Naja, wenn Sie im Wasser landen. Ist Flüssigkeit. Nicht sterben. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich habe Fettfinger. Das bedeutet, wie Sie sehen können, ist mein Daumen auf der Leertaste, während ich
am Spielen bin und dann habe ich Fettfinger und habe leider meinen fetten Finger zu viel resten lassen. Auf der Leertaste. Kommen Sie mal bitte zu mir. Komm, ja. Kommen Sie mal gerade mit. Hier hin. Ja. Wissen Sie, Sie wissen schon, was Sie gemacht haben, oder? Sie haben uns mit einer Pistole bedroht. Doch. Sie hat schon zwei Pistolen, oder? Wir haben doch gar keine Waffen. Der Herr ist bewaffnet. Der Herr ist bewaffnet. Rufen Sie schnell die Polizei. Ich bin nicht bewaffnet. Die haben mir das zugesteckt. Das ist eine Lüge. Sie, bitte auf mit Sie müssen den am Boden halten mit dem Taser, ne? Der haut ab, der haut ab, der haut ab, der haut ab. Ey, der haut ab, der haut ab! Du kannst dich abhauen. Bleib stehen. Bleib stehen jetzt. Ey, sonst hol ich den Drachen nur gleich. Bleib stehen! Weiß ich schon. Du darfst nicht abhauen. Nein, ich will aber abhauen. Der will abhauen, der Typ, ne? Hören Sie auf, mich zu schlagen. Nein. Stopp. Sehr gut. Stoppen Sie den Mann, stoppen Sie den Mann. Ach, die kommen hier eh. Ach, scheiße. Alles gut, die Personen haben nichts verbrochen. Das ist der Täter. Der mit den Händen nach oben ist der Täter. Ja, was hat denn der Herr jetzt erzählt da hinten, der Beschuldigte? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Na, der sagt, dass sie Waffen haben und dass sie Sie können mich ja gerne durchsuchen. Ja, ich habe keine Waffen. Der hat uns beide bedroht mit seiner Waffe und hat gesagt, wir sollen von der Brücke springen. Aus, ne? Nun gut, aber jetzt strengen Sie doch mal Ihren Kopf an. Also, wie sollen wir ihn denn bedrohen ohne Waffen? Ja, ich würde gerne noch die Sicherheit haben, dass der Herr weggesperrt wird. Der wurde gespürt. Oh, da kommt ein leicht bekleideter Mann hinten. Oh. Oh, was? Hier ist ein da kümmern sich die Officer. Oh. Das habe ich mir schon fast gedacht. Problem erkannt und Ich bin betrunken. Ich glaube, ich logge mich tatsächlich auch mal hier aus.